Das ist sehr nett. Wo ist er? Ah, Herr Friol! Gott sei Dank. Ja, sagen Sie mal. Kommen Sie rein. Ja, das ist sehr freundlich. Was ist denn los mit Ihnen? Also, hören Sie mal. Ja, na, gerade noch rechtzeitig. Können Sie uns vielleicht mal... Ich habe gar keine Zeit gehabt, meinen Kittel noch anzuziehen. Möchten Sie uns vielleicht mal erklären, warum Sie zu spät kommen? Ja, ich habe einen Selbstversuch gemacht mit der Bahn. Wieso mit der Bahn? Die streiken doch gerade nicht. Ja, eben. Das ist, der Streik ist rum. Jetzt kommen sie wieder normal, also zu spät. Ach so, ja, ja, ja. So, also, aber jetzt, was liegt an? Ja, also, vorab mal, hier läuft ein Irrer rum und sucht sie. Was, nur noch eine? Wo sind denn die anderen? So, ich hatte Ihnen doch Anweisungen gegeben während meiner Abwesenheit. Jetzt fangen wir mal nicht mit dem Kleinkram an. Nicht der Alltag, sondern wir müssen in großen Linien denken. Ja, eben, die S8, ein Chaos wie immer. Nein, deshalb jetzt hören Sie doch mal auf zu Karlau an. Ich meine in der Politik große Linien. Müntefering, das ist doch ein Zeichen. Ja, na ja, der Mann ist 67, jetzt hat er selbst sich die Rente genommen mit dem Alter, mit der sie anderen immer verordnet. Nein, das meine ich nicht. Wenn eine knorrige, schwere, sauerländische Eiche wie Münte fällt. Was kann passieren? Wurzeln faul, Stamm hohl. Waldsterben, Waldsterbenzustand der SPD. Glück auf! Jetzt mal ernsthaft. Wissen Sie, was ein Baum vor seinem Ende macht? Ein solcher stolzer Baum, der sahmt aus und in seinem Humus gedeiht neues Leben. Ja, Olaf Scholz. Warum? Können Sie mir erklären? Können Sie mir mal erklären, warum Sie so destruktiv sind? Sie bringen hier noch die Stimmung runter, wenn Sie so weitermachen. Was ist denn los mit Ihnen? Ja, das ist mehr privat. Oh. Darf ich raten? Prostata? Nein. Wegen der Telekom. Telekom, das verstehe ich gut. Das geht einem auch an die Nieren, nicht wahr? Nochmal 30.000 Leute abstoßen und das mitten im Aufschwung. Ja, das war was anderes, war ja nicht zu erwarten von so einem Rendite-Junkie wie diesem Obermann. Ja, aber dass er mit dieser Masche eine Frau... wie Maybrit Illner. An was soll man noch glauben in diesem Land? Herr Priol, entnehmen Sie es mir nicht übel, aber es gibt, weiß Gott, viele Gründe, den Glauben an diesem Land zu verlieren, wenn ich das mal sagen darf. Jeder zehnte Deutsche ist hoffnungslos verschuldet. Ja, ich weiß. Nicht? Deutschland, in diesem Land ist noch nie so viel gesoffen worden wie jetzt. Wir sind vor England und Polen an der Spitze. Ja, das ist ja immerhin mal was. Ja. Bush plant den Dritten Weltkrieg und möchte uns gerne dabei haben. Ja, aber doch nur auf diplomatischer Ebene. Sie hätte doch jeden haben können. Warum muss sie denn ausgerechnet? Ich bin ja schon froh, dass Laurenz Mayer an dem Abend nicht da war. Was soll das denn? Was ist jetzt mit Laurenz Mayer? Na, dabei bei ihr in der Talkshow von Maybrit. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht ein paar Runden mit dem Fahrstuhl drehen? Dann geht es Ihnen vielleicht wieder besser. Von Glück reden, dass der Kleinfeld von Siemens kein Thema mehr ist. Ist das alles, was Ihnen zu Siemens einfällt? Siemens, Herr Priol, 1,3 Milliarden Schmiergelder verschwinden spurlos. Der Hauptverantwortliche dafür ist immer noch Regierungschef, Wirtschaftsberater. Und Sie greinen mir hier etwas vor, bloß weil irgendeine amoröse Verirrung einer Frau Sie durcheinander bringt. Bloß? Bloß, Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie es in mir aussieht. Herr Orban, Priol, die Welt ist aus den Fugen. Ja, und wenn schon, wäre ich der legendäre Commander Kirk der USS Enterprise, würde ich Ihnen, Mr. Spock, jetzt entgegenschleudern, und zwar zurecht. Galaxien können verschwinden. Welten können untergehen. Aber eine Frau bleibt immer eine Frau. Sonst ist noch alles in Ordnung mit Ihnen, ja? Aber wissen Sie was? Wenn Sie wirklich recht hätten, wenn wir jetzt in Deutschland, wenn so Fürsorge für Frauen in Mode kommt, ja, dieser Hamburger Fußballtrainer jetzt ja auch, nicht? Und wenn Müntefering wirklich ausschließlich wegen seiner Frau. Nein, ganz einfach. Erstmal wegen einer Frau. Wegen einer ganz bestimmten Frau ist er ab. Wegen dieser Frau. Sie hat es doch von Anfang an so geplant, weil sie alles vom Ende her denkt. Dann diese. Endlich sind sie wieder normal. Mein Gott. Dann kann ich ja gehen. Ja. Gott sei Dank. Halt! Was? Hey. Was ist denn noch? Was?
Nehmen Sie mal meinen Mantel mit. Ihren Mantel? Ach so, ja. Ich hänge ihn auf für Sie. Schön. Kein Problem, danke. Natürlich, mache ich gern. Nein. Kein Problem, hänge ich gern auf für Sie, Ihren Mantel. War ja, also Merkel und Münte, dass das am Ende war ja abzusehen. Dabei hat es so schön begonnen. Am Anfang die beiden immer auf der Regierungsbank so keck. Wenn sie nebeneinander waren, Merkel und Münte, das hatte immer sowas von Susi und Strolch. Ne, am Ende dann eher mehr was von Frau Puntila und ihr Knecht. Ne? Und jetzt, ja, jetzt ist die SPD aber über Kreuz mit ihr, obwohl es eine Frau ist. Und da sind die Sozen ja ganz narrisch im Moment. Da sagen, ja, Frauen sind besser, Frauen können alles besser, mit Frauen wird alles besser. Das haben sie sogar beschlossen auf ihrem Hamburger Kampfparteitag. Doch, kurz vorm Weltmännertag, ne, gehen die hin. Wer eine menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Steht als Leitsatz im Programm. Die männliche Gesellschaft überwinden. Habe ich gesagt, ja, und wie wollen die roten Strolche das jetzt in der Praxis umsetzen? Und mit wem vor allen Dingen? Mit Andrea Nahles? Der Krawallschachtel aus der Eifel? Ne, ja, ja, klar! Ja, klar sagen ihre Fans, also die zwei, drei, ne, weil Frauen in Politik und Wirtschaft sind effizienter, sind sympathischer, so sympathisch wie der Personalvorstand der Bahn, Frau Sukale. Hä? Wenn die Schotter Cassandra, ne, wenn du mit einer, wenn du mit einer abends mal gern zwei, drei Bier trinkst. Und die hat ja im Bahnstreik Horrorszenarien raufbeschworen. Die Volkswirtschaft wird zusammenbrechen, das Land verhungert, der Aufschwung stirbt. Gut, Audi hat, weil der Güterverkehr ist, Audi hat Schichten streichen müssen. In Brüssel. Weil Kotflügel aus der Slowakei, die gewinnmaximierend in Ungarn grundiert worden waren, nicht just in time nach Belgien kommen konnten, weil bei Zwickau ein Lokführer sein Lok abgesperrt hat. Das nennt man Kollateralschaden der Globalisierung. Ne, zum Glück. Zum Glück. Gut, dass es da unsere Kanzlerin gibt. Da hoffen ja viele jetzt auf ein klärendes Wort von ihr im Bahnstreik. Auf klärende Worte von ihr warten wir ja schon seit ihrem Amtsantritt. Na, und zwar in allen Bereichen. Das ist, wahrscheinlich hat sie deshalb auch diese Hammer-Umfragen. Da haben ja Meinungsforscher rausgefunden, warum sie so beliebt ist. Weil man sie mit Politik nicht in Verbindung bringt. Und wenn das schon mal könnte man, das wäre nicht schlecht. Ja, das ist doch, wer weiß, wenn das so weit, vielleicht haben wir demnächst eine weibliche Allparteienregierung. Unsere Volkskanzlerin, liebevoll unterstützt von ihrer Vize Andrea Nahles. Und dann hat's da noch eine, die Hoffnung im Land auf eine menschliche, weil männlich überwundene Gesellschaft verkörpert wie sonst keine. Ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik, das ist viele Jahre. Und ich liebe die Menschen in der Türkei und ich liebe die Konflikte in der Türkei, es gibt immer wieder Probleme, immer wieder Konflikte. Mir gefällt in der Türkei Sonne, Mond und Sterne. Mir gefällt Wasser, Wind. Mir gefallen die Mese. Mir gefallen Kichererbsenpüree. Mir gefallen Börek. Ich kann gute Börek machen. Ja, es gibt auch guten Raki. Es gibt auch guten Raki in der Türkei, aber es hat schon, es ist toll. Na, also, unser Betroffenheitsflokat, sie macht immer wieder Spaß. Na, wenn sie kommt und mahnt, sagt, oh, wir müssen alle toleranter werden, wir müssen alle Kulturen verstehen, auch die im Joghurt. Na, und wir denken, und wir springen zu kurz und wir denken zu klein. Und na, immer die Türkei muss in die EU. Nein, die EU muss in die Türkei. Weil es gibt ja kaum noch Unterschiede. Wir sind doch alle schon eins. Das habe ich neulich erlebt. Da war draußen, ne, war türkische Hochzeit. Also, die haben die Autos gepackt, weil sie wollten feiern in der Heimat. Ne, und war super Stimmung. Die haben getanzt und so. Und es war Musik. Und da fragt die 12-jährige Aygün, fragt ihr Mutter und sagt, sag mal, Mama, wer heiratet denn eigentlich? Sagt die Mutter, du. Gut, da wäre sie, okay.
Gut, wäre sie auf der sicheren Seite, wenn im Hotel ein 17-jähriger Engländer irgendwie... Also, na, halt, da bringe ich jetzt irgendwas. Da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Tam seni bekliyordum zaten. Was? Benim durum berbat. Birkaç gün herhalde burada kalmam lazım. Beni sana yollarlar. Entschuldigung, wir hatten hier in der Anstalt Themenwoche Integration. Was haben wir da dabei gelernt? Sprache ist ein erster Schritt. Ne? Nix. Yok, yanlış söyledin. Herhalde gülüm ne dürüm yerine gülüm dürüm öyle bir şey olmalı. Was? Musst du sagen, nicht gülünme dürüm, gülüm dünür oder so. Sag mal, jetzt werden die Türken ja noch neunmal klug. Also was Pisa aus dem Land gemacht hat. Also noch was, eins, das klar ist. Fingerübige von diesem Lift. Was? Das ist mein Aufzug. Weißt du, warum ich bin hier? Ja, jetzt bald, ich werde wahnsinnig. Über 30 Jahre ich in Deutschland, jetzt auf einmal sie sagen, ja, ich muss machen Integration. Ja, aber soll ich dir sagen, was diese Integration bringt? Überhaupt nichts, macht nur Problem. Ja, egal wo, ja, schaust du an, Türkei? Türkei jetzt auch wollte machen Integration. Ja, 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 Türkei wollte jetzt integrieren in Irak. Ja? Ja, dann Europa gleich hat gesagt, nein, Türkei bleibt daheim, weil Irak erst muss integrieren, dort Amerikaner, bis alle Amerikaner dort sind, weg oder tot. Ja, 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 und Deutschland auch oft hat versucht, international Integration und nie hat geklappt. Ja, ja, wie oft? Steinmeier hat geredet mit Iran und Afghanistan und hat gesagt, ja, herzlich willkommen in Zivilisation, bitte keine Bombe bauen und kriege ich Scheiße. Ja? Ja, ja, was hat gebracht? Ja, gar nichts. Ja, ja, dann Steinmeier auch hat gesagt, ja, wenn reden bringt nichts, dann ich singe. Ja, wirklich? Ja, Steinmeier hat gemacht Lied mit türkischer Sänger. Ja, hast du gesehen im Fernsehen? Deutschland. Okay. Deutschland. Ja, will machen Lied für Integration und dann singt Deutschland, Deutschland. Ja, ja. Ja, und dann auch noch hat auf so große Kopfhörer, damit er muss nicht hören, was Türke sagt. Ja, ja. Ja, und selbst dort, wo Integration hat geklappt, auch nicht automatisch, alles wird besser. Ja, ja. Wann ist Merkel gekommen nach Deutschland? Ja, war 1990? Ja, hat sie gleich gemacht, Integration ohne Sprachtest? Ja, ja, nur hat gemacht Kurs bei Helmut Kohl. Ja, jetzt sie ist Kanzlerin, aber sie will retten Klima auf ganze Welt. Ja, 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 und wegen dieser Klima, du musst schauen, wie ist Klima in Deutschland? Weil jetzt sie ist irgendwo, aber Klima in Deutschland, in Regierung, ist wie in Alaska. Ja, 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 ja. In Regierung, alle verstehen Deutsch, aber Union versteht SPD nicht und SPD versteht ganze Welt nicht mehr. Ja, 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 weil sie sagen, ja, wieso, sie ist deutsche Kanzlerin und fliegt rum in ganze Welt. Ja, aber kann ich dir sagen, warum Merkel will nicht bleiben in Deutschland? Ja, ja, weil für ist unsicher. Ja, sagt Schäuble. Ja, Schäuble sagt, Dings ist kaputt, innere Sicherheit. Ja, Schäuble sagt, Katastrophe, er gar nicht mehr weiß, welcher ausländische Terrorist kann Deutsch und welcher Ausländer will werden Terrorist. Ja, ja, deswegen jetzt Schäuble will überwachen. Ja, alles.
Ja, Handy, Fernsehen, Computer, Waschmaschine, alles. Ja. Ja, weil Schäuble sagt, er will, dass Terrorist erst lernt gut Deutsch und dann baut Bombe. Ja. Ja, weil Schäuble immer noch nicht hat verstanden, dass Terrorist nur redet Arabisch, damit Schäuble nichts versteht. Ja. Ja, aber dann immer noch alle Parteien, alle Politiker sagen, ja, für Kampf gegen Terrorismus, wir brauchen Integration. Und für Integration, ganz wichtig, ist Sprache. Ja, aber Sprache ist für gar nichts wichtig. Ja, Sprache kannst du überhaupt nicht brauchen. Ja, warum war letzte Woche bei Bahn großer Streik? Ja, dort auch alle verstehen Deutsch. Ja? Ja, aber dann Lokführer, trotzdem haben gesagt, ja, wir wollen nicht integrieren. Ja? Und dann GDL-Chef auch noch hat gesagt, ja, Bahnchef Meddorn kann sehr gut Deutsch, aber redet nur Blödsinn. Ja? Ja, und bevor ich rede Blödsinn, ich lieber bleibe Ausländer. Ja. Na, wie gefällt's Ihnen bei uns? Alkohol in Anstalt? Nein, sag ich von draußen, vom Schulkiosk. Das ist Wodka mit Birchermüsli. Und sehr gut. Wodka, Birchermüsli gibt's aber auch koscher und mit Börek-Aroma. Wäre doch für Sie was, was? Schluck Heimat aus der Pulle, was? War ein kleiner Scherz. Kommen Sie schön nach Hause. Bei Ihnen ist ja ganz schön was los zu Hause, nicht? Ja, Namen ganz heute. Freue mich. Ja. Wie lang? Habe mich mal wieder eingefunden, um heute Abend eine kleine Fortbildung abzuhalten zum aktuellen Anlass. Sie wissen, bestreitet die Bundesregierung ja, dass eine überwiegende Mehrheit der Bundesbevölkerung gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr ist. Ich möchte dazu Folgendes grundsätzlich erklären. Die Bereitschaft für Kampfeinsätze eines Volkes entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern ganz schlicht und einfach die Anzahl der Söhne im Land oder salopp ausgedrückt die Reproduktionsquote. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Die Reproduktionsquote der Bundesrepublik Deutschland ist auf einem Allzeittief von 1,2 angelangt. Das heißt konkret, jede deutsche Familie produziert im Schnitt 0,6 Söhne. Die Null vorm Komma, die dürfte selbst Ihnen als Zivilisten deutlich machen, das reicht noch nicht mal, um in Friedenszeiten den Bestand zu sichern. Man muss derzeit in Deutschland zwei Familien zusammenlegen, um einen Sohn herstellen zu können. Das ist die prekäre Ausgangslage. Eine völlig andere Situation. Das ist übrigens der tiefe Grund auch möglicherweise, warum wir in Europa relativ friedlich zusammenleben. Wissen Sie, woran das liegt? Die haben alle eine zu niedrige Reproduktionsquote. Nicht? Also wir mögen uns gar nicht in Europa und es fehlen einfach nur die Söhne, um die Konflikte auszutragen. Ja, so. Kleiner Scherz. Nein. War nur ein ganz kleiner Scherz zur Auflockung. Eine völlig andere Situation finden wir dagegen in Regionen und Ländern, die eine Reproduktionsquote aufweisen oberhalb von 4,5. In solchen Ländern finden wir regelmäßig eine solide Basis für bewaffnete Auseinandersetzungen. Man könnte nach einer alten Faustregel einfach sagen, ab 3 Söhnen gibt's Krieg. Nicht? Das haut eigentlich immer ganz gut hin. Es gibt auch so eine alte bayerische Bauernweisheit, kennen Sie alle. Der erste Sohn kriegt den Hof, den zweiten Sohn kriegt die Kirche, den dritten Sohn kriegt der Krieg. Nicht? Heute, nicht wahr, reicht es noch nicht mal für den zweiten Sohn. Die Kirche geht auch noch leer aus. Merkt man auch ein bisschen, nicht wahr, an der Überalterung des klerikalen Führungspersonals. Nicht wahr? Was man da von Bischöfen und Kardinälen zu hören kriegt, sind ja keine Ausrutscher, da ruft die Geriatrie, nicht wahr? Aber kleiner Scherz natürlich. Ja. Nein. Vielleicht noch ein ganz kleines historisches Beispiel zum Beleg meiner Hypothese mit Reproduktionsquote. Der König von Preußen, der alte Fritz, den Sie hier natürlich nicht mögen, aber kennen sollten, der hatte eine Vision, Preußen als europäische Großmacht etablieren. Und dazu fehlte ihm etwas Entscheidendes, nämlich Söhne im Land. Das Kernland Preußens war Brandenburg. Das sah damals schon so aus wie heute auch. Nicht wahr? Öde und menschenleer. Der alte Fritz wusste sich aber zu helfen. Der hat den ostelbischen Landjunkern ein einzigartiges Angebot gemacht. Er hat ihnen gesagt, ihr könnt auf euren Gütern mit Gesinde, Markt und Bauer machen, was ihr wollt. Unter einer Bedingung.
Ich kriege von euch einen Sohn, und zwar nicht den dritten, sondern den Erstgeborenen. Und das war letztlich das Rückgrat von Europas modernster Angriffsarmee. Keine verkrüppelten Bauerntölpel, sondern kerngesunde Junkerssöhne. Mit denen konnte man Kriege führen und, wie Sie natürlich auch wissen, gewinnen. Wobei der alte Fritz, das muss man eben sagen, heute nicht mehr weit käme, wenn nur noch ein halber Sohn auf dem Gutshof rumhumpelt. Da müsste der Gutsherr schon tüchtig unter den Mägden wüten, nicht wahr? Oder einmal Boris Becker durch den Stall gejagt. Was? Kleiner Scherz. Danke, Herr Hohenheim. Schönen Abend noch. Wir schauen. So, das auch. Ich sag mal, man muss das alles ein bisschen locker nehmen oder nicht gleich so leuchten wie Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung. Boah, ich hab schon Schiss gehabt, der implodiert. Na, der ist ja, ehrlich, der ist auf die Fans los. Da konnten sie ihn gerade noch zurückhalten und sagen, ja, ihr könnt doch froh sein. In Italien werden Fans vom Fußball erschossen. Da haben sie ihn geschnappt. Ich meine, es war eine tolle Forderung von den Fans, oder? Dass der Vorstand soll die Stimmung im Stadion verbessern. Könnten wir genauso gut von der Regierung verlangen, dass sie die Stimmung im Land verbessert. Na, gut, macht sie auch. Doch, also jedes Mal, wenn ich Ronald Befalla, wenn ich Ronald Pofalla höre, wenn er wieder vor der hervorragenden Arbeit der unionsgeführten Regierung mir was erzählen will, krieg ich einen Lachkrampf. Ne? Es ist super. Die sind ja immer noch auf dem Trip, oder? Boah, alles ist super, alles ist toll, alles ist prima, allen geht's gut. Na ja, gut, jetzt gut, na ja, gut, nicht ganz allen. Also, der Aufschwung ist da, okay. Aber niemand darf was davon abhaben, damit er nicht wieder kaputt geht. Und da fängt das Volk langsam an zu maulen. Das Volk mault und da ist Peer Steinbrück sauer geworden, weil ihm noch keine passende Steuer dazu eingefallen ist. Da hat er losgeblafft und hat gesagt, vor ein paar Jahren noch, da hätten sich die Deutschen bei solchen Wirtschaftsdaten vor lauter Freude einen Kuchen gebacken. Naja, am Vorabend der Französischen Revolution hat Marie Antoinette auch gesagt, wenn das Volk kein Brot mehr hat, dann soll's halt Kuchen fressen. Zwei Tage später hat's an der Laterne gebaumelt. Ne? Nein, es ist, du spürst es. Du spürst es schon. Die Stimmung im Land wird schlechter. Gerade jetzt zur Halbzeit der Großen Koalition. Ne? Und das spürt unsere Kanzlerin. Und deshalb haut sie dauernd ab. Ne, ist er ständig immer neulich da, ist er auf ihrem Trip da in Indien rumgehopst. Gut, sie hat auch mal in die Elendsviertel geäugt, ne, und flammend gemahnt. Ich fordere Indien auf, die Armut entschlossen zu bekämpfen. Ist jetzt mal, wie arrogant kann man eigentlich sein? Hä? Auf dem Afrika-Gipfel wird sie dann wahrscheinlich fordern. Sagt mal, warum verhungerten die ja eigentlich andauernd? Könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr essen? Ne, dann schnell. Dann zack, schnell Zwischenstopp. Dann schneller Sakko-Wechsel auf ihrem Zwischenstopp in Berlin. Und zack, ist es weitergegangen nach Amerika zum Psychopath von Texas. Ne, Zwei Jahre lang hat sich kein Staats- oder Regierungschef mehr auf seine Ranch verirrt, aber es Angela ist durchs Gestrüpp gestolpert wie Pippi durch Takatuka-Land. Viel rauskommen ist nichts, oder? Bei der Wildschwein-Revanche von W. Er sagt, Klimaschutz. Well, hat der Durchgeknallte gemeint, kommt. Ne, aber nur, wenn die Wirtschaft dadurch nicht belastet wird. Also praktisch nie. Ne? Ihr war's egal, sie war glücklich. Da. Das hat dir gefallen. Sie als Co-Pilot vom Geisterfahrer der Weltpolitik. Da war sie happy. Na, da hat sie's vor Glück. Da hat sie's vor Glück fast wieder aus ihrem Blazer gesprengt. Ne? 25 Liter auf 100 Kilometer säuft so ein Pickup. Da hat sie mal geguckt, unsere Weltklima. Retterin, ne, was die allein mit ihren Flügen an Schadstoffen ausstößt. Und da hat sie noch gar nichts gedacht. Aber auf der Ranch von W im Gästehaus, da hat sie dann ihr umweltpolitisches Gewissen wieder gepackt. Da war sie schwer beeindruckt. Sie hat gesagt, die haben hier sogar Solarzellen. Ich bin beeindruckt.
kommt bei uns jetzt auch flächendeckend. Doch ist Wirtschaft und Politik kämpfen schon und sagen, 50% der Solarenergie muss also möglichst bald auf die Dächer, weil es ist gut für die Verbraucher, das senkt die Kosten, es wird billig, das macht mir schon wieder Angst. Was haben sie uns sparsame Diesel-Pkw schmackhaft gemacht, ne, bis der Bestand über 50% war, dann zack, extra Steuer und jetzt kostet Diesel bald mehr wie ein Liter Super Plus. Aber ja, das ist die Globalisierung, das ist die hohe Nachfrage nach Heizöl. Wer hätte denn ahnen können, dass der Chinese irgendwann auf die Idee kommt, im Winter heizen zu wollen? Das Gas! Und dann die Umstellung, ja, überall sind die Straßen aufgeräumt von Gas, wir haben mehr Gasheizungen, super, ist billig, gut für die Umwelt, unabhängig vom Öl. Kaum war der Bestand von Zentralheizungen mit Gas über 50% Steuer, was, nur jetzt? Ne, sollen wenn alle, die Hälfte aller Dächer mit Solarzellen zugepflastert, wird irgendein schlauer Finanzminister draufkommen, dass dadurch ja der Sonne Energie entzogen wird. Ne, und zack, eine Solarsteuer einführen, die mal allerdings mit der gekürzten Pendlerpauschale und der Trinkwasserabgabe verrechnen kann. Allerdings nur im Flat-Sun-Tarif zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Du wirst doch nur noch verarscht in dem Land, oder? Da brauche ich mich doch gar nicht auf die Südtribüne stellen und Uli Hoeneß beim Platze zugucken. Das ist so. Das ist der Irre, der sich selber einweisen will. Ah ja, da kümmern er sagt, Schäuble wäre hinter ihm. Oh je, na, da kümmern Sie sich mal besser drum. Ich? Ja, ich habe andere Sorgen. Was denn? Ach, immer noch Maybrit? Hallo. Findet Sie nur an diesem Mann. Was ist denn mit Ihnen los? Was? Ich werde verfolgt. Ja, drücken Sie doch einfach mal. Also, mein Gott, noch mal. Ist der Schäuble vielleicht... Nein, der Schäuble ist nicht hier, leider. Was haben Sie denn für ein Problem mit Schäuble? Der Mann ist wahnsinnig. Ja, natürlich, das weiß ja jeder. Aber haben Sie verwertbare Beweise oder sowas? Ach, Beweise. Der Mann glaubt an 100% Sicherheit. Da braucht man keinen Beweis, das ist verrückt genug. Neulich hat mir jemand eine Geschichte erzählt von einem Mann, der durch eine Großstadt geht und alle 10 Minuten in die Hände klatscht. Ja, die kenne ich. Und dann sagt er, warum klatschen denn alle 10 Minuten in die Hände? Genau, und dann sagt der andere Mann, ja, um die Elefanten zu vertreiben. Ja, und dann sage ich, aber hier sind doch weit und breit keine Elefanten. Und dann sagt der andere Mann, sehen Sie? Ja. Ja, und? Selten ist die Geschichte von Wolfgang Schäuble schöner erzählt worden. Ach so. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist gut. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist interessant. Aber wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Elefant in manchen Kulturen das Symbol für Weisheit und Besonnenheit ist. Ja, alles Dinge, die der Herr Schäuble erfolgreich von sich fernhält. Ja. Aha, also Sie gehen davon aus, der Mann rollt durch das Land und klatscht. Ja, redet was von Atombomben. Gerade heute hat er wieder eine große Drohvideo, hat er wieder ausgegraben gegen Deutschland. Sagt im selben Moment aber, Bürger, keine Sorge, alles unter Kontrolle. Schließlich kontrollieren wir auch alles. Ja, ach so. Und da denken sich die Bürger, wenn er alles kontrolliert, da gibt es doch bestimmt viele Gefahren. Genau. Und dann sagt der Schäuble, genau. Aha, und wenn so viele Gefahren da sind, da wollt ihr bestimmt auch mehr Kontrolle. Genau, und dann sagt das Volk, Stimme, eigentlich wollt mir gerade mehr pimpern, aber ja. Sagen Sie, hören Sie, Sie haben so schön angefangen, dann müssen Sie doch mit so einem Niveau anfangen. Ja, aber... Hör zu pimpern. Und dann kommt der Schäuble mit so grandiosen Ideen wie diesen Online-Durchsuchungen oder Vorratsdatenspeicherung. Das klingt im ersten Moment auch, ist nicht seine Idee, aber es klingt wahnsinnig nett. Es klingt so, als ob jemand einen Vorrat anlegt, nicht, für einen harten Winter. Wenn Sie keine Daten mehr haben, gehen Sie zum Innenminister, der gibt Ihnen ein paar Daten ab. Ja, aber das heißt es nicht. Das heißt nämlich, dass unser Handy, das größte Freiheitsversprechen, was unsere Konsumgesellschaft jemals gehabt hat, dass das in Zeiten von Schäuble zur Wanze wird. Nicht nur das, die Mautbrücken auch. Er möchte jetzt die Mautbrücken ja gegen Verbrecher einsetzen. Jetzt ist es nur so, es sind im Moment nur 10% der Mautbrücken in Deutschland gleichzeitig scharf geschaltet. Also aus Kostengründen. Ne? Und es werden auch nur die LKWs erfasst, für die tatsächlich keine Maut bezahlt worden ist. Das heißt, wir fangen mit Schäubles Idee genau die Verbrecher, die als Fluchtauto einen LKW benutzen, den vorher von einem Mautpreller klauen, um dann ganz zufällig in eine der 3 Mautbrücken zu rauschen, die wir deutschlandweit in Betrieb haben. Auf Deutsch, wir fangen die ganz, ganz doofen Verbrecher. Aber mal ganz ehrlich, für ganz, ganz doofe Verbrecher, da brauchen wir doch keine teuren Mautbrücken. Da lassen wir doch einfach mal die Gefängnistüren so lange offen stehen, bis die da mit ihren 12 Tonnen
von ganz alleine wieder reingerauscht. Komm. Haben Sie nicht auch das Gefühl, diese sicherheitspolitischen Ideen, die werden Stück für Stück immer blöder? Ich glaube bewusst, ich glaube, der Schäuble beobachtet uns schon im Alltag, um festzustellen, wie weit wir so bereit sind, uns demütigen zu lassen. Da gibt es sogar schon eine Theorie dazu. Gut, die ist von mir, aber versuchen Sie mir zu folgen. Kennen Sie diese Papierspender an deutschen Autobahnraststätten? Kennen Sie? Ganz neu. Die haben jetzt keinen Hebel mehr, keinen Knopf. Nee, die haben jetzt Sensoren. So, die darfst du nicht berühren. Darfst nur die Hände davor halten. Aber den richtigen Abstand verrät dir kein Mensch. Das hat jetzt den Effekt, dass ehemals mündige Bürger zunächst versuchen würdevoll, ihre tropfenden Finger in die zur Papierausgabe nötige Position zu schieben. Dann langsam anfangen, magische Zeichen vor dem Papierspender in die Luft zu malen, die irgendwann aussehen, als hätten sie gerade frisch die Nägel lackiert, um dann schließlich und endlich entnervt und entgegen aller rationalen Überlegungen doch gegen den Sensor zu drücken. Ja. Jetzt, Moment, der Papierspender sieht sich, ob dieser Fortschritt, also wirklich, also dieser Behandlung, ja, dieser fiesen Behandlung, ist jetzt nicht in der Lage, dich mit dem gewünschten Papier zu versorgen, was auch gar nicht mehr nötig scheint, weil du durch deine ganzen unsinnigen Bewegungen deine Finger von ganz alleine wieder trocken geblasen hast. Von diesem unwürdigen Tanz der Papiere kriegt der Schäuble jetzt täglich 2 Stunden Videomaterial, dass er sich abends mit seinem Beamtenjungs reinzieht und dann haut er auf den Tisch und sagt, guck mal, die Deutschen sind bereit für einen Papierspender der 2. Generation. Der funktioniert dann zwar, kann aber nur noch bedient werden von Menschen mit einem gültigen Funkchip im Pass. Jetzt passen Sie auf, Terroristen, die keinen Funkchip haben, die kriegen kein Papier. Und die Polizei verhaftet einfach alle Menschen mit nassen Händen. Hurra, das ist Sicherheitspolitik à la Schäuble, meine Damen und Herren. Ach, jetzt geht's mir besser. Bitte, geht doch. Hä? Sie sind völlig normal, junger Freund. Aber ich habe noch einen für Sie. Wissen Sie, was der Schäuble zu der Verfassungsbeschwerde gegen seine Datensammlung gesagt hat? Nee. Wir hatten mal den Gröfatz, den größten Feldherrn aller Zeiten. Jetzt haben wir eben die größte Verfassungsbeschwerde aller Zeiten. Ja. Nazi-Vergleiche sind ja in, ne? Momentan. Von Schäuble, was ist das? Eva Herrmann auf Rädern? Entschuldigung, das also, ist... Noch, also, halt, also bitte, also, noch ein... Bitte. Noch ein so ein Satz und ich schmeiß Sie raus. Na, ich dachte, ein bisschen Oliver Pocher... Ab ins Bett! Könnte dem ZDF nicht schaden, ne? Ist er weg? Sie ist er weg? Kommen. Also gut, Gott sei Dank. Auf geht's. Ja, nee, es geht eben nicht auf. Wir hängen. Wie, was? Wir haben doch jetzt unseren Dialog. Nein, wir hängen. Wir hängen? Oh ja, Alter. Ja. Wen? Mit der Zeit hängen wir, mein Gott. Also, aber trotzdem kommt jetzt unser Dialog. Nein, wir hätten ihn, aber es geht nicht. Ja, aber wir haben das doch explizit vorbereitet, was wir alles über die, wie die Kosten für Lebensmittel explodiert sind. Und was die einzigen Lebensmittel sind, die billiger sind. Das wollten wir auch machen. Ja. Wirsing. Hähnchenschenkel. Ja, und Weinbrandbohnen. Tolle Kombination. Ja. Aber, und dann wollten wir noch über diese grässliche Abgeordneten-Diätenerhöhung, das war Thema. Ja, Sterbehilfe und Peter Maffay beim Papst. Ja, und das geht eben alles nicht. Das geht nicht, das fällt flach. Sonst fällt hinten mein Solo raus. Ich habe ein fein ziseliertes Solo vorbereitet, da kann kein Satz raus, nicht wahr? Den kann man nicht streichen. Jetzt haben wir hier vorne, haben Sie rumgetrödelt, wir scharwenzeln jetzt noch rum, da geht das nicht, da komme ich hinten nicht mehr dran. Ja, was, soll ich jetzt allein weitermachen? Ja, von mir aus, machen Sie, was Sie wollen. Diese Hetze, nicht wahr? Und wo kommt sie her, die Hetze? Weil wir nicht überziehen dürfen. Der Kerner, der darf überziehen, der kommt nach uns, nicht wahr? Der Kerner darf überziehen, wird das nicht überziehen. Wir können ihn nicht überziehen, was du nennen kannst. Was mache ich denn jetzt? Ja, vielleicht, wenn Sie mich behandeln könnten. Herr Müller, auch mal wieder da. Kleiner Rückfall in die Persönlichkeitsspaltung oder was? Ich hätte gedacht, ich hätte es überwunden, aber ich bin ja wieder omnipräsent. Ja. 3. Teil meiner Memoiren, gell? Ja, keine Angst, das kriegen wir alles in den Griff. Aber hör mal, so von Altkanzler zu Altkanzler. Ah ja, ne? Was denn? Dass der Thierse dich so angepisst hat, das war doch eine super PR-Aktion für dein Buch, ne? Ist ruhig, das darf doch gar keiner wissen, das soll doch nicht rauskommen. Also. Was ich mich immer schon gefragt habe, du alter Spendenschlucker, ne? Warum du...
warum du, hör mal, warum du deine Memoiren Erinnerungen betitelst. Ich wollte es ja anders nennen. Ich wollte ja eigentlich schreiben, ich weiß von nichts, aber da war mein Verlag dagegen. Das hätte ich mir gedacht, ne? Ja. Was ist denn jetzt? Werde ich jetzt behandelt oder wie machen wir es? Ach, das ist wie damals beim François Mitterrand auf dem Friedhof. Ja. Jetzt gehen wir ganz langsam zum Klavier. Ah. Da setzen Sie sich mal hin. Aha. Das beruhigt. Dann klimpern Sie ein bisschen was. Verrückte sollen ja sehr musikalisch sein. Ja, ich bin eigentlich eingeliefert worden mit Verdacht auf Tourette-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, ich halte mich manchmal für Herbert Grönemeyer. Und zudem glaube ich, dass dieses Klavier das Klavier ist, mit dem John Lennon, der große John Lennon, seinerzeit den Welthit Imagine geschrieben hat. Ja? Und wenn man sich jetzt das vorstellt, Grönemeyer und dieses Klavier mit Imagine, ja, das ist jetzt zwei Faktoren, da braucht es schon einiges an Vorstellungskraft. Nicht? Also wenn man, was heißt da nicht Imagine auf Deutsch? Was heißt das? Ah ja, stell dir vor, ich singe. So wie Herbert eben singt. Stell dir vor, wie mag das klingen? Wenn Grönemeyer nach Worten ringt. Hallo, mein Freund, du bist nicht alleine. Was ist das denn? Ich bin sein Freund Peter Maffay. Oh, scheiße. Und mit Udo sind wir schon drei. Mensch, was soll das? Ich will das Lied auch nicht alleine singen. Lass mich bitte wieder alle frei. Hey Alter, wir werden dich in die Gruppe zwingen. Edge und Heino ist auch noch mit dabei und seine schwarze Barbara. Sag mal, so jetzt total bescheuert, also jetzt langsam. Also, ich, Entschuldigung, also das, Moment. Also, ja. Hallo, hallo, er ist Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß, der muss doch sein. Da kommt die Scheidung von ganz allein. Was soll das? Jetzt kommt er auch noch. Sei froh, dass ich nicht bin, Cerno, your Partei. Jetzt sind wir alle fast beisammen. Egal ob groß, ob klein. Also jetzt fehlt eigentlich nur noch Peter Alexander. Also bitteschön, aber bitteschön. Und Konstantin Wecker Me. Sag mal, bist du total bescheuert? Das sind ja nur weiße Tasten, Mensch. Also jetzt, Moment mal, so langsam. Also vorne, also. Zu unserem kleinen Familienfeier. Ein Trompeten-Solo von Stefan Ross passt auch noch rein. Was, Stefan Ross? Das glaube ich nicht, dass er selber spielt. Beweis er es mir. Was weiß ich, dass er nicht selber spielen kann? Das will ich auch völlig. Na, dann vielleicht ein was Schönes von Reinhard Meyer. Von wem? Einfach mal was Schönes von Reinhard Meyer. Von wem? Einfach mal was Schönes von Reinhard Meyer. Zum letzten Mal von Reinhard Meyer. Naja, Reinhard Meyer, der sich an dieser Stelle nicht gereimt. Hello again. Du, ich möchte euch wiedersehen. Das ist schon scheiße, wenn die Rente nicht reicht, ne? Das ist also. Also, Hauptsache, wir sind vereint. Und zum Glück hat sich zu diesem Geseier dieses Mal nicht auch noch Marius Müller-Westernhagen dazu geschleimt. Ich bin wieder hier. Raus! Du schaffst ja nicht mal Platin! Raus! Raus! Aus! 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 Was soll das? Spinner! Müller! Also, das reicht aber. Ich muss ja mal Das ist ganz interessant. Das ist ja toll. Toll. Tolle Sache. Ja. Damit kann ich Sie doch begeistern mit der Kanzlerin, oder nicht? Der Kanzlerin, ja. Ja, mit der Kanzlerin. Doch, jetzt gucken wir, sehen Sie doch mal her. Dieses berühmte amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek schreibt erstmals das, was Angela Merkel wirklich ist. Eine Möchtegern-Reformerin ohne innenpolitischen Kompass. Ja, und? Ja, und wissen Sie, wer das geschrieben hat in Newsweek? Hugo Müller-Fock. Ihr Chef,
Jubler aus der Bild-Zeitung. Schreibt das in Newsweek und dieser Hugo Müller-Fock, dieses Kanzlerin-Zäpfchen, fragt sich dann drei Tage später in der Bild-Zeitung, was Newsweek gegen die Kanzlerin hat. Dabei hat er selber in Newsweek geschrieben. Können Sie mir das erklären? Ja, Mindestlohn, Post. Was? Verstehe ich nicht. Ja, es geht um die privaten Briefzusteller. Und deswegen hat ihr die Bild-Zeitung via Newsweek gedroht, hat gesagt, Mädchen, benimm dich, sonst schreiben wir das demnächst auf Deutsch. Ah. Ja, und was ist Zweck der Übung? Ja, damit sie beim Mindestlohn für Briefzusteller, für private Briefe einknickt. Hat ja auch geklappt. Ja. Und was hat die Bild-Zeitung jetzt mit privaten Briefzustellern zu tun? Naja, Sie kennen doch die PIN-Group. Nein, ich kenne gar keine PIN. Ich kann mir auch keine merken. Deswegen habe ich übrigens auch gestern stundenlang in der Kälte draußen gestanden, weil Sie einen Türöffner mit PIN haben anbringen lassen. Mit PIN. Nicht wahr? Ja, das war ein Vorführgerät. Ich überlege mir nämlich, so einen an meinen Lift einbauen zu lassen. Was? Das sind Sie noch eigentlich ganz bei Wir waren doch bei der PIN Group. Ja. Und das ist der größte private Briefzusteller im Land, der mehrheitlich wem gehört? Dem Springer-Konzern. Ach so. Dann ist ja ganz klar. Angela Merkel darf nur so lange die Königin der Herzen des Boulevards bleiben, wie sie für Friede Springer die Laufmarkt macht. Sagen Sie mal, diese Frau nicht immer behauptet, die deutsche Regierung lässt sich nicht erpressen? Ja, die Regierung vielleicht nicht, aber die Kanzlerin schon. Ach so, ja. Aha, das ist ja toll. Ja. So, Kündis hat geklappt. Aber dann ist ja der Mindestlohn für diese Leute praktisch gestorben. Nein, nicht unbedingt, weil also die Union sucht nach pragmatischen Lösungen. Da hatte Ronald Pofalla hat schon gesagt, also wenn ein Briefträger nach seiner Schicht noch die Fenster bei der Deutschen Bank putzt, dann hat er Anspruch auch auf Mindestlohn, weil die Gebäudereiniger ihn ja kriegen. Das ist ja toll. Mhm. Aber sagen Sie mal, die Gewerkschaften und die Betriebsräte, die müssen da doch auf die Barrikaden. Ja, machen die doch. Die Betriebsräte der PIN demonstrieren doch schon seit längerem für niedrigere Löhne. Höhere, Sie meinen für höhere. Sie bringen das durcheinander. Wahrscheinlich sind Sie in Gedanken noch bei Ihrer Maybrit, nicht? Nein, nein. Da bin ich drüber weg. Im Gott sei Dank. Moment bin ich jetzt eher bei Anne Will. Aber das ist Herr Prion. Das ist ja. Jetzt hören Sie doch mal damit auf. Weil sonst bin ich völlig klar im Kopf. Natürlich demonstrieren die für niedrigere Löhne. Auf jeden Fall da haben sie neulich, da die PIN-Group, haben sie lieber Lohn und Brot statt Monopol und Tod. Und sie haben auch gesungen, wie viel sie haben wollen. 6 Euro sind doch auch schon fair. Gut, war 11.11. Das glaube ich doch nicht. Das kann doch nicht sein. Können Menschen so tief singen? Also sinken? Nicht? Dann skandieren sie wahrscheinlich dem noch, knurrt dir vor Hunger stets der Magen, vergisst du es beim Briefaustragen. Nicht? Das soll euch einfach unfassbar so was. Und dann war aber. Und solche Leute, nicht? Solche Leute gründen dann womöglich noch eine Splittergewerkschaft, um für Lohndumping zu werben. Ja, haben sie schon längst gemacht, die GNBZ. Also die Gewerkschaft für neue Briefzusteller. Haben sie alles schon. Ja, aber entschuldigen Sie bitte. Die Union sagt doch immer, die Politik wird nicht zulassen, dass Spartengewerkschaften die Tarifpolitik unterhöhlen. Ja, aber nur bei der Bahn. Weil die GDL will ja mehr. Und da ist die Kanzlerin dann dagegen. Die Bild-Zeitung im Übrigen auch wieder. Ja, braves Mädchen. Druck, Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Sie wird es noch weit bringen, das Mädchen im Boulevard. Nicht nur dort. Die seriöse Gazette Stern hat ihre Auslandseinsätze gebührend gewürdigt. Als sie in Indien, darum haben sie hinterher geschrieben, Mahatma Merkel. Eine brahmanisch in sich ruhende Strategin der Macht, die intuitiv alles richtig und weise entscheidet. Sagt das Stern? Ja, aber der Stern hat ja auch mal behauptet, dass die Hitler-Tagebücher echt sind. Das stimmt auch wieder. Das stimmt natürlich. Das mit Mahatma Merkel, nicht, das ist ja diese kleine Anspielung auf indische Gelassenheit, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, meine Damen und Herren. Ein bisschen indische Gelassenheit könnten viele von uns im Land brauchen, weil wir zum Beispiel bei der Einkommensverteilung im Land langsam der Verteilung in Indien uns annähern. Ich zeige Ihnen das mal. Passen Sie mal auf. Hier, sehen Sie mal hier. Hier sehen Sie die Vermögensverteilung von 6 Billionen Euro Privatvermögen. Also genau genommen sehen Sie auf der linken Hälfte gar nichts davon. Nicht? Aber dafür steigt die Kurve elegant nach rechts oben an und kulminiert bei fast 2/3 des Volksvermögens, also bei 4 Billionen Euro hier bei den obersten 10%. Wenn man da jetzt was von wegnehmen würde, würde die Kurve gestaucht und die Ästhetik
wird ruiniert. Denn ich finde, diese Kurve hat, die Kurve hat was Ästhetisches, finden wir nicht? Und wenn man da jetzt was wegnimmt, dann staucht. Stauchen ist übrigens auch kein schönes Wort. Nicht, das klingt grob, finde ich, so ein bisschen gewalttätig. Nicht, wobei, wenn man zum Beispiel 1% abschöpft, beim Abschöpfen von 1% ganz rechts oben, was man mit bloßem Auge gar nicht erkennen würde, kämen immerhin 30 Milliarden zusammen. Das macht 10 Jahre Kinderkrippe. Aber es wäre eine unausgewogen einseitige Belastung. Nicht, wobei immerhin abschöpfen der schönere Begriff wäre. Das kennt man oben von der Haute Cuisine zum Beispiel, nicht abschöpfen von Fettaugen beispielsweise. Nicht. Nun achten Sie mal folgendermaßen. Jetzt warten Sie, hier. Eine bereits existierende Störung der Verteilungsästhetik finden wir am linken Rand. Die Verteilung läuft nicht sanft auf der Nulllinie aus, sondern durchbricht sie am linken Rand des Volkes nach unten. Das sind die 8 Millionen Bürger, die insolvent und hoch verschuldet sind. Also ein hässlicher kleiner Schwanz am linken Rand der Bevölkerungskurve. Nicht, nun gut, jetzt könnten Sie natürlich sagen, also Ästhetik, die geht den Habernichtsen sowieso am Gesäß vorbei. Nicht, aber vielleicht ist gerade das der Fehler, meine Damen und Herren. Nicht, sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es auch beobachten, es gibt oft in Zeitschriften eindrucksvolle Bilder von Slums und Elendsvierteln in aller Welt, gerade auch aus Indien. Und da sieht man oft eine beeindruckende Würde und Ästhetik der Armut, schon im Kindesalter. Also im Vergleich zu diesem dummdreisten Genörgel unserer Unterschichtkinder auf den Schulhöfen nicht und in diesen Nachmittagstalkshows, das ist doch eher also abstoßend. Nicht? Finden Sie nicht, wir sollten in der Grundschule eine Armutskultur vermitteln. Nicht zumal ja, 15% der Kinder arm eingeschult werden und auch bleiben. Wir könnten dadurch auch dieses alkoholschwangere Aufbegehren, chancenloser Hauptschüler, dem könnten wir was entgegensetzen. Eben indische Gelassenheit. Nicht so, wie sie die Regierungschefin praktiziert. Nicht? Wobei wir übrigens Gelassenheit nicht mit Tatenlosigkeit verwechseln dürfen. Die Regierung hat letzte Woche ordentlich was weggeschafft, meine Damen und Herren. Nicht, die Abgeordnetenbezüge sind maßvoll und behutsam erhöht worden, um die leichte Absenkung der Altersbezüge abzufedern, die man jetzt übrigens schon nach einem Jahr Bundestag bekommt und nicht erst nach 8 wie früher. Also eine ganz behutsame Absenkung der Altersversorgung. Und nicht zu vergessen, nicht wahr, auch die Erbschaftssteuer ist neu geregelt worden. Und zwar ausgewogen und maßvoll. Das ist wichtig. Nicht einseitig, um hier das alles einer Seite anzulasten, rechts oben. Nicht, das war ja die Zielvorgabe von Koch und von Steinbrück. Nicht wahr? Die Ästhetik der Verkeilungskurve darf nicht beeinträchtigt werden. Es muss bergauf gehen. Nicht? Genauso wie, so singen ja auch eben dann diese Gewerkschafter des Springer-Konzerns, 6 Euro sind doch auch ganz fair, nicht? Da freut sich Mahatma, nicht wahr? So, ja, Ich wollte wissen, ob sie durch sind mit ihrem fein ziselierten Dings da. Ja, ich habe es sehr schön durchgebracht. Ja, der ja. Zeit wäre es ja. Gucken Sie mal auf die Uhr. Oh, fünf nach elf. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute eingeliefert wurden Django Agil, Klaus von Wagner, Andreas Müller. Schön, dass Sie auch da waren. Schalten Sie, lassen Sie ihn wieder einliefern für die nächste Sendung am 18. Dezember. Unsere Jahresrückblicks-Weihnachtsgala, 22.15 Uhr, immer live nach dem heutigen Mal. Dankeschön.